Hallo. Oh. Hey, was machst du hier unten? Krummeln ist etwas. Schwoink. 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 So. Ein Raum nach unten gibt's noch. Einmal beim Boss und einmal zwei Räume links vom Boss. Das klingt machbar. Swush, 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 swush. So. Keine Hähnchenkeule, okay. Kein gar nichts. Ja, wir können erstmal zum Boss. So, da nach unten. Mhm. Und Lebenspunkte. Oh. So. Oh, noch viel mehr Lebenspunkte. Und zu viele Projektile. Nein, nicht wirklich. Ich bin noch frontal auf einen Bogenschützen zugelaufen. Was ja nicht unbedingt so die beste Idee ist, ne? So, kaputt. Genau, schieß hoch. Zing, zing, zing. So, sehr schön. Keine Abzweigung, kein gar nichts, nur eine Kiste. Das heißt, von hier aus jetzt wieder hoch zum Bossraum und dann zwei, dreimal links. Und dann geht's in die Hölle. Und dann probieren wir mit diesem Barbaren hier den Endgegner. Obwohl ich da nicht so wirklich viel Hoffnung habe. Da der Barbar einfach viel zu wenig Schaden macht. Und wir während des Bosskampfes keine Chance haben, irgendwie Lebenspunkte zurückzubekommen. Ja, Wald ist fertig. Dann huschen wir wieder zurück. Swish, swish, swish. So. Und würden dann gerne in die Hölle. Das Hähnchen zur Hölle nehmen wir mit. Ja, okay, runter. Oh. Du bist nicht tot. Das sind viel zu viel zu viele. Warte mal, die lasse ich aber hier für später. Oh. Also ja, sie sind gefährlich. Aber sie haben das Potenzial, viel Lebenspunkte zu geben. Ja. Kaputt, 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 kaputt. Immer noch keine Blaupause. Dafür haben wir aber schon drei Runen oder so. Oh, das war auch gemein. Schmeißen wir den Helden einfach mal in einen Raum, wo direkt unter ihm gleich Geschosse hochgeschossen werden. Warum auch nicht? Okay, ich hätte vielleicht dashen sollen, aber. Hm. Oh, Bossraum. Bossraum gleich Gold. Und noch mehr Gold. Und ein Hühnchen, das wir erstmal oben lassen. Oh, du bist ein komischer Blub. Oh, au. Das Feuer ist doch geringfügig irritierend. So, springt mal. Oh, komm. Ich bin Barbar. Ein bisschen Feuer ist mir schnurzegal. So. Komm her. Lobosaurus Rex. Ja. Das waren jetzt 50% unserer Lebenspunkte. Dann nehmen wir dich doch mal mit. So. Das war eine garstige Kombination von durchgehend Feuer auf dem Boden und diesen Schleimen, die eigentlich viel Platz brauchen, um auszuweichen. Vielen Anstürmen, Puschelwuschels. Genau euch. Oh, da war ein Crit dabei. Hahaha.
So. Komm, komm, komm. So. 21.000 Gold, sehr schön. Oh. Sieht ganz schön viel aus. Oder wir machen wenig Schaden, was wahrscheinlicher ist, aber... Immer erst anderen die Schuld geben, oder wie war das? Oh. Yikes. Komm. So. All das für 3 Lebenspunkte. Da kommen wir leider nicht ran. Oh. Oh. Oh, Auge. Oh, warte mal. Kommen wir doch ran. Man hätte nur abkürzen können als Zwerg. Ja, okay. Oh, kaputt. Sehr schön. Und die Ecke hier hätten wir auch geklärt. Ah, 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 ah. So, wo geht's noch weiter? Es geht nur noch nach unten weiter. Sehr schön. Swush, swush, swush. Lebenspunkte sind immer noch unter der Hälfte. Aber nicht viel. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also 2, 3, 4, 5 Hühnchen. Dann hätten wir wieder volle Lebenspunkte. Oh, viel zu viele davon. Oh. Und dann auch Rückendeckung von so einer doofen Pflanze. Genau, du. Also ja, mit dem Boss wird es garantiert nichts. Und du springst in die Stachel. Na komm, spring mich doch an. Oh. So. Geh weg. Oh, apropos Schleim. Wir haben ja auch am Anfang ein paar Schleime übrig gelassen. Um da eventuell Lebenspunkte abzuzwacken. Die sollten wir gleich mal besuchen. Ja. Warum? Da waren jetzt 2 sehr komische Treffer bei. Das war kein komischer Treffer. Das war nur nicht ausgewichen. Und wir sind gleich tot. Tot sein ist nicht so toll. Oh. Ich sagte doch gerade, tot sein ist nicht toll. Das wird unsere letzte Truhe gewesen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Komm schon, wir müssen das schaffen. Wir müssen die Hölle clearen. 24.444 Gold. So will ich nicht unbedingt enden. Oh. Schießt komisch, okay. Du bist auch tot. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir halten nicht mal einen Treffer aus. Sehr gut. Zum Bonus auch tot und alle Gegner sind tot. Ah, ah, ah. Das ist nicht so schön. Und die Zeit hält ja an. Und eine Sky-Rune, okay. Das heißt, jetzt dürfen wir zu diesem tollen Raum gehen. Ja, dürfen wir. Oh, aber oben ist auch noch weiter. Und mit ganz viel Glück halten wir einen Treffer aus. 39. Ich habe nicht so drauf geachtet, wie viel Schaden wir mal nehmen. Hühnchen, komm schon. Hühnchen. Das war doch nicht unsere letzte Truhe. Okay. 25.000. So, wo war der Raum mit den Schleim? Den suche ich jetzt. Da ist der Raum mit den Schleim. Okay. Oh.
Okay, okay, okay. So, so. Noch irgendwo einer? Ja, kleiner. Da ist auch noch einer. So, jetzt halten wir garantiert noch einen zweiten Treffer aus. Guter Anfang. So, es geht nur noch unten links weiter. Das heißt, wenn wir mit diesem Flammenschussraum da durchkommen, haben wir unsere Mission erfüllt und können den Boss töten. Warte mal. Oh. Ja! So. Und der letzte Raum ist ein Glücksspielraum. Ha. Aber ja, eine Sache zuerst. Wir haben jetzt das komplette Dungeon einmal abgegrast. Das war unsere Voraussetzung dafür, dass wir den nächsten Modus freischalten. Das heißt, das können wir jetzt machen. Wir könnten jetzt 25% unseres Goldes nehmen, was mal eben 6000 Zombie noch wären, und die verballern. Mit etwas Glück kriegen wir 18.000 zurück. Bei einer Chance von 1 zu 3. Ach komm. Nein. Nee. Ich hab's mir anders überlegt. Das ist mir zu viel Gold. Da kann man sich zu viele schöne Sachen verkaufen. Ah, die 6.000 jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt sterben. Ja. Ja, wir gehen jetzt sterben. Oh. Oh, Hühnchen. Okay. Wir machen diesen Raum jedes Mal. Da haben wir echt gute Chancen. Also einmal haben wir Gegner. Oh. Die Lebenspunkte bringen. Und wir haben ganz viele Sachen zum Zertrümmern. Das ist dann ja doch fast machbar. Oh, das wäre geil. Einmal ganzen Dungeon geklärt und danach sofort anschließend mit demselben Helden noch den Endboss gefehlt. Kein Doombus, okay. Mann, das ist fast voll. Oh. So, hops. Aber es bleibt nicht viel mehr viel zum kaputt machen. Oh. Kommt schon ein Hühnchen noch. Ein Hühnchen noch. Ja, also hier sind noch ein paar Kronleuchter, aber das war's dann auch. So, ja, töten. Hallo. Vor. Hühnchen. Oh. Geh weg. Das ist jetzt eine doofe Ecke. Jautsch. Nein, wir sind gleich tot. Wir können auch ganz viel verschiedene Zauber. Also könnten wir, wenn wir Mana hätten. Oh, tot. Na gut, ein würdiges Ende für Lady Ashlyn II. Sie wurde von Johannes umgebracht. Eine Reihe. Rein. 3 rein. 4 rein. 5 rein. 6 rein. 7 rein. 7 und mehr rein. Sauber. Und richtig, richtig viel Asche. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen Helden aus. Assassin. Wir suchen uns jetzt einen Helden aus, mit dem wir den Endboss umbringen wollen. OCD, nein, komm, select. Barbarenkönigin mit HP und MP vertauscht. Eine Spielung Kette. Oh, das wäre geil, wenn wir mit der den Boss umbringen könnten. So wirklich viel Auswahl haben wir ja auch nicht, weil die einzige Klasse, die sonst gut wäre, wäre der Barbar, aber die ist ja vermurkst durch das Dextrocardia. Also ja,
Beispiel um Kette. Zeig mal, was du drauf hast. Und sie ist auch schnell. Das ist bei dem Boss auf jeden Fall praktisch. So, confirm.